Notice of Baggage Inspection. Oder auch guten Abend, meine sehr verehrten Zuseher. Ich war in Las Vegas. Wir hatten eine wirklich sehr, sehr tolle Zeit und einen unglaublich guten und vor allem nicht mysteriösen Gastgeber. Scheiße, was war das? Der Begabung. Scheiße. Ich muss die Uhren an die Handgelenke bringen. Das ist das Wichtigste. Oh, ja, egal. Holy shit, danke nochmal, Marc, für den Aufenthalt. Ich bin leider morgen schon wieder im Urlaub, das heißt, ich verlasse bereits wieder das Land. Wollte mir allerdings nicht die Möglichkeit nehmen lassen, euch zwischendurch einfach nochmal heftigst voll zu müllen. Das ist mir auch nicht unangenehm, darüber zu reden. Junge, da war ich baden und ich dachte, ich muss furzen, aber es war einfach ein Schwurz. Da kam auch nicht so eine Wurst oder so, sondern da kam einfach Schlamm raus. Am Ende hatte ich Schlammbad. Long story short, ich musste dann einfach aus der Badewanne raus. Und ich dachte immer, ich bin wieder weg. Mir hat den Po gelasert, mir war noch nie etwas so unangenehm. Und weil es bestimmt vielen von euch so geht, dachte ich mir, nehme ich euch einfach mal mit. Ich habe nämlich immer super viele eingewachsene Haare am Po und vor allem an den Achseln gehabt. Deswegen bin ich nach Hannover zu glänzen. Was für die Gemeinde so, dass du erledigen, die besinnest, wie die Wege deiner Mutter, die Bulli, die mit deiner 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 Bulli. Wie war das? Da musste auch schon die Hose runter und ich habe mich super geschämt, aber Lena hat mir direkt den Charme genommen, weil sie einfach so professionell war in dem, was sie gemacht hat. Und am Ende ist auch nichts Schlimmes. Lena hat mir nichts weggeguckt und ich habe irgendwann keine Schmerzen mehr wegen... Ach, du hast ja das Ohr von Lena erwachsen. Naja, liebe Leute, also da muss ich natürlich ganz klar sagen, ich glaube, der ein oder andere Typ hätte jetzt auch kein Problem damit, sich das Ohrschloch von Lena hier an der Stelle mal kurz durchflechten zu lassen, ja? Ich wusste schon immer, dass Facials sehr gut für die Haut sind, aber was ich nicht so realisiert habe, ist, dass der magische Saft auch gegen Halsschmerzen hilft. Mädels, ich lüge euch nicht an. Er ist wirklich der magische Saft. Ich habe letztens Halsschmerzen gehabt und habe wirklich gedacht, dass ich krank werde. Doch ein paar Dosierungen vom magischen Saft und ich war wie neu. Aber warum Mädels? Ich persönlich mache es immer so. Ich merke, Halsschmerzen bahnen sich an und es wird direkt einer abgeblasen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Krankheiten ich schon umgangen habe. Verstehe nicht, was diese diskriminierende Aufforderung nur an die Frauen sein soll. Ich habe nämlich immer super viele eingewachsene Haare am Po. Ich kann es wieder nur erwähnen, ich habe eine Fashion-Brand, ich muss mich mit den aktuellen Trends auseinandersetzen. Ich muss wissen, was geht in der Modewelt gerade ab. Und natürlich auch, wofür begeistern sich die Leute. Und da habe ich wieder was gesehen, was meiner Meinung nach demnächst in der Modewelt wahrscheinlich explodieren könnte. Hallo meine Fashion- und Pokémon-Freunde. Heute style ich das majestätische Wellen-Pokémon Lapras, Blue Jeans, grauer Turtleneck und die passende Uhr und dazu einen blauen Blazer, natürlich noch einen Gürtel und passende Schuhe und zum Schluss ein Jäckchen in Beige für Lapras Bauch. Der Fit kommt außerordentlich gefährlich und vor allem kredibil. Meiner Meinung nach hätte man die Hose unten noch zwei, dreimal mehr umschlagen können, dass wirklich die Wade auch rauskommt, weil wir wissen es ja, das ist ja gerade so ein Trend. Also wenn ich jetzt rausgehen würde, ich würde direkt an Lapras denken, wenn ich den Typen sehe. Kann mir jemand erklären, warum Frauenparfum nach genau 9 Sekunden verfliegt und Männer durch eine Apokalypse gehen könnten und du könntest am Ende noch aus irgendeiner Ecke Dior Sauvage riechen? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Lass dich fallen. Vertrau nicht auf andere. Vertrau auf dich selbst. Weil die wichtigste Beziehung, die du führst, ist ja die Beziehung zu dir selbst. Naja, das ist nicht ganz richtig. Marc Gebauer hat hier tatsächlich einen anderen Ansatz. Die wichtigste Beziehung ist tatsächlich die zu deinem Geldbeutel. Don't trust anyone, just trust Marc Gebauer. Ey, Junge. Schauen wir schnell, ob Nico eine Frau oder ein Mann ist. Ne? Was geht ab, Leute? Was? Ich würde sonst gerne nachher mit dir noch einchecken. Ich darf mich zeigen, du würdest gerne mit mir einchecken. Was heißt einchecken? Am Ende muss ich sagen, kam wirklich noch ein guter. Danke dafür. Wie heißt der denn raus? Was können alle Elektrotüte teilnehmen? Den habe ich mal angeschaltet. Könnt ihr euch noch an die romantische Geschichte von letztem Video erinnern, wo eine Frau sich in den Stiefvater ihrer Schwester verliebt hat? Was für eine wunderschöne polyamore Beziehung. Für alle die, die noch nicht bei uns vorbeigeschaut haben, wir haben unsere neue Summer Collection jetzt online.
Es gibt Tanktops, es gibt Kurzarmhemden, es gibt Shorts und es gibt Badehosen. Also alles, was das sommerliche Herz begehrt, schaut gerne mal auf der Website vorbei. Es sind wirklich sehr, sehr gute Sachen geworden. In diesem Sinne, liebe Leute, ich kann euch nur Folgendes sagen. Verpisst euch!